Es ist mal wieder Zeit, über die Rederoder Badgers zu berichten. Es stand das Heimspiel gegen die Arminia Spartans aus Hannover an, das im Übrigen klar mit 40-16 gewonnen wurde. Wir wollen in diesem Beitrag einmal das Event American Football zeigen. 500 Zuschauer waren am Sonntag, 31. Mai, ins Stadion Murmanskamp gekommen, um zunächst die Tigers der Cheerleader-Abteilung vom TSV Lesum und die Starlights aus Cuxhaven zu sehen, die dieses Mal auf Trikes und Bikes ins Stadion rund einfuhren. Und dann kamen die Hauptakteure ins Stadion eingelaufen, angefeuert von den jungen Damen, die sich inzwischen zu einem Spalier aufgestellt hatten. Ganz am Ende natürlich auch die Trainer der Rederuder Mannschaft, denn es gibt gleich mehrere. In der Mitte ist der neue Headcoach der Rederuder, Markus Meckes, zu sehen. Während sich die Rederuder Badgers noch einmal auf dem Platz einschworen, gaben die beiden Cheerleader-Gruppen für die Zuschauer gleich eine Kostprobe ihres Könnens ab und bauten sogar Pyramiden. Hier nun das Aufwärmen auf dem Platz. Es gibt eine Defensiv- und eine Offensivmannschaft, deshalb die vielen Spieler, die zum Team gehören. Zwischendurch kann sich sogar jeder Spieler am eigenen Stand mit Obst und Wasser erfrischen. Und das ist der besondere Fan der Rederuder Mannschaft. Er heißt Spike und lässt kein Heimspiel aus. Aber Spaß beiseite, denn es wurde langsam ernst. Nun standen die Schiedsrichter im Mittelpunkt, die zunächst die Wahl zum Kickoff durchführten. Die Arminia aus Hannover hatte Kickoff und die Badgers waren zunächst in der Defensive gefordert. Im American Football um Raum gewinnen, um das Ei dann in einer Endzone abzulegen, was Punkte bringt. Hier ist es Hauke Liebe von den Badgers, der den Ball weiter nach vorne bringt. Weiter geht's hier. Der Ball wird von den Badgers nach hinten gespielt, sodass ein anderer Spieler dann einen Pass wie hier zu Marius Frese werfen kann, der dann in die Endzone läuft und Punkte macht. Hier eine weitere Szene, die zu Punkten für die Badgers führt. Dieses Mal ist es Ryan Ciblenski, der einen Touchdown erreicht. Nach dem zweiten Viertel stand es 21-10 für die Badgers. Hier sehen wir die Sprecher, die Spielsituation und Regeln für den ungeübten American Footballer erklären. Damit fragte unsere Reporterin einige Zuschauer. Was gefällt Ihnen so am American Football im Allgemeinen und den Badgers im Besonderen? Was gefällt mir da? Also erstmal das Familiäre, was wir hier haben. Und die Leute sind anders wie jetzt in irgendwelchen großen Fußballstadien. Warum sollten wir hierher kommen und die Badgers angucken? Oh, weil das ist junge Leute. Hier wird so viel auf die Beine gestellt. Mit so viel Ehrgeiz sind die bei der Sache. Wir haben schon zwei Jugendmannschaften. Also wirklich, das soll man einfach nur fördern. Weil die jungen Leute sind beim Sport und nicht irgendwo anders. Die Badgers liegen in der Halbzeitpause 21-10 vorne. Wie läuft der Merchandising-Stand hier? Bombastisch. Also so viele Leute hier in Schwarz-Gelb und es reißt nicht ab, die Schlange. Ich muss jetzt auch weiterarbeiten. Vielen Dank. Und wie seid ihr jetzt vom TSV Lesum hierher zu den Ritterhude Badgers gekommen? Also wir waren schon seit sehr vielen Jahren hier und seitdem dann wurden wir halt nochmal gefragt, ob wir wiederkommen wollen und die Starlights unterstützen wollen. Haben wir gesagt, natürlich. Wir sind hier an der Verpflegungsstation der Badgers. Was geht denn bei einem Spiel hier so durch an Verpflegung? Auf jeden Fall immer ein Sack Äpfel, ein paar Stauden von so Bananen. Und gerade heute haben wir zwei kleine Wassermelonen auch schon fast leer. Auch im dritten und vierten Viertel wurde weiter auf Punktejagd gegangen. In dieser Szene ist es der Rederuder Christoph Kleie, der einen Pass fangen und seinem Hannoveraner Deckungsspieler davonlaufen kann und weitere Punkte für sein Team erzielt. Und wieder sind die Rederhuder im Angriff. Dieses Mal ist es Dennis Varola Thomas, der von der gegnerischen Deckung zu Fall gebracht wird. Übrigens, wenn eine Mannschaft den Ball in die Endzone abgelegt hat, kann sie per Schuss zwischen die Torstangen noch wie hier Thilo Neubert einen Zusatzpunkt erreichen. Nach Spielschluss war die Freude der Spieler über diesen klaren Sieg groß. Natürlich gehört auch hier das Abklatschen mit dem Gegner zum Fair Play im American Football. Nach einer kurzen Besprechung, in der der Trainer eine Dusche nehmen musste, sprach Susanne Winkler mit ihm. Wir haben gerade schon gesehen, frisch geduscht. Was war's? Nur Wasser. Okay. Wie wichtig war der Sieg heute? War natürlich ganz wichtig, dass wir können uns keinen Ausrutscher... Aua, Hauke. Wir können uns keinen Ausrutscher erlauben. Wir sind halt Zweiter und wir wollen Osnabrück schlagen. In Osnabrück. Und bis dahin und auch danach werden wir uns keinen Ausrutscher erlauben. Okay, was steht jetzt noch auf dem Programm für die Badges? 2 Wochen fahren wir nach Oldenburg. Oldenburg haben wir noch nicht gespielt und dann hoffen wir, dass wir wieder ein ähnlich dominantes Spiel abliefern können, so wie heute und wie letzte Woche. Ja, soweit der Bericht.
von Susanne und Frank, vielen Dank nochmal, die ja wirklich so ein Fable haben für American Football und mich auch ein bisschen entlassen. Ich begrüße noch Markus Meckes, der schon mal hier war als Jugendtrainer, jetzt aufgestiegen ist als Herrentrainer, und Lasse Henders, der hier auch als Defense-Liner oder Defense-Spieler hier heute mit vertreten ist. Erste Frage natürlich an den neuen Headcoach. Wie bist du zum Posten gekommen, Headcoach, erste Mannschaft? Ich bin gefragt worden. Ehrlich? Und wolltest du das machen? Du hast ja auch gespielt. Doch. Ich habe gespielt, ja. Und dann haben wir mich gefragt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eben den Gedanken gespielt, aufzuhören als Spieler. Und habe ich gesagt, das ist dann ein guter Anlass, aufzuhören und dann Headcoach zu machen. Muss man dann auch eine besondere Ausbildung da haben, wie eben andere Übungsleiter auch in anderen Sportarten? Ja, man sollte schon wissen, wovon man redet. Okay. Das macht das Ganze natürlich viel, viel leichter. Lasse, Defense. Warum hast du dich für Defense entschieden? Hast du gesagt, ich habe Masse, Muskeln, nicht Fett, sondern Masse im Muskel, und ich will da die Gegner verhindern, dass sie hier in unser Feld reinkommen? Ja, also Offense braucht natürlich auch Masse, das ist also nicht der Hauptgrund, aber mir macht das einfach mehr Spaß. Also ich weiß nicht, ich wollte immer so hinter dem Ball herlaufen und dann hoffen, dass man mal einen Pass kriegt. In der Defense kann man immer selber versuchen, den Spielzug zu beenden und damit halt für das eigene Team. Und das macht mir in dem Sinne mehr Spaß als oft quasi für irgendjemand anders. Dann. Wie oft bist du verletzt im Jahr? Ich gar nicht eigentlich. Also man hat so ein paar blaue Flecken und vielleicht mal so einen Finger, der nach dem Spiel ein bisschen länger wehtut. Aber ich habe mit meinem Finger hier 6 Wochen zu tun gehabt. Ja, also ich habe tatsächlich noch nie irgendwas gehabt. Also dass man mal so ein bisschen Schmerzen hat oder so, das schon. Aber ich hatte noch keine größeren Verletzungen jetzt in 4 Jahren. Werd du mal älter, den kommt das. Markus, die Saison läuft nach Plan. Ihr habt jetzt, glaube ich, ein Spiel nur gegen Osnabrück zu Hause verloren. Da schwamm drüber, das war, glaube ich, ganz zu Anfang. Aber sonst läuft es nach Plan für euch. Ja, wir sind mit dem, was wir uns vorgenommen haben, die Mannschaft sich ein Ziel gesteckt und da sind wir voll im Fahrplan, ja. Und Rückspiel haben wir kurz angekündigt. Wann soll das sein, Osnabrück? Wann wird der Fanbus organisiert? Am 12.07. fahren wir nach Osnabrück, um da letzten Endes dann Osnabrück zu schlagen und uns dann die Playoffs zu sichern. Und wo würde man sich denn dafür weiter für die Playoffs qualifizieren? Zu welcher Liga würde das hinführen? Wenn wir dann in den Playoffs sind und werden da bestehen, dann werden wir in die zweite Bundesliga gehen. Zweite Bundesliga Nord. Oh, super, super. Lasse, du bist auch gleichzeitig noch Jugendtrainer beim Wellenreduder Bachelors. Wie kam es dazu? Ja, wir brauchen ja immer irgendwelche Leute, die den jungen Leuten das beibringen. Und ja, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust dazu hätte. Und habe gesagt, das mache ich doch gerne. Und ja, seitdem mache ich das. Also jetzt Mitte der letzten Saison habe ich angefangen mitzumachen. Noch als Markus da Headcoach war. Und ja, jetzt dieses Jahr. Gibt es da auch hier Headcoach und Offensivtrainer? Da haben wir das auch schon? Ja, wir haben das Jahr aufgeteilt bei uns. Also wir haben 3 Jugendmannschaften. Eine C-Jugend, die spielen noch Flag Football, also das ist unbekannter. Okay. Und da haben wir schon 4 Trainer für, obwohl das gar nicht so viele Leute sind. Und dann für die B und A, das machen wir mehr oder weniger zusammen. Aber wir haben für alles trotzdem, also einen Head Coach haben wir für jedes Team, dann haben wir einen Defense und einen Offense Coordinator, also die Spielzüge dann im Spieltag ansagen. Und für alle Positionen, die es gibt, wie zum Beispiel D-Line oder O-Line. Ein Wort zu C-Jugend, die dürfen ja sicherlich noch keinen Körperkontakt haben, so ungefähr. Genau. Du hast kurz erzählt, dass die mit Flaggen arbeiten und dann irgendwo das anzeigen, dass sie dann irgendwo getroffen werden oder dann den Körperkontakt normalerweise hätten. Wie vermittelt man das den Spielern? Die wollen doch irgendwie, gerade Jungs wollen ja raufen. Ja, gut. Das wollen sie vielleicht, aber sie dürfen ja schon ein bisschen Kontakt haben, aber jetzt nicht so viel. Also man rennt nicht so wie bei uns, da ist ja tatsächlich direkter Kontakt, sondern die berühren sich halt eher so wie, sag ich mal, beim Fußball in so einem Zweikampf und versuchen dann halt einfach nur eine Flagge auszuziehen, die am Gürtel festgemacht ist. Ach so, okay, beim und Gegner auszuziehen. Genau, beim Gegner. Okay, und sobald der Gegner also den Ball hat, der die Flagge verliert oder eine Flagge verliert, ist der Spielzug halt da beendet. Ja, also die haben natürlich jetzt nicht so wie wir Körperkontakt, aber so ein bisschen, also sag mal, wie beim Fußball so ein normaler Zweikampf. Und daraus will der Markus-Spieler dann seine erste Herren ziehen, richtig? Ist das euer Ziel? Das ist der Plan, ja. Das ist der Plan. Ja, okay, und ich hoffe, dass es aufgeht, obwohl ihr, ich glaube, Zulauf an Erwachsenen habt ihr ja auch genug, oder? Ja, Zulauf an Erwachsenen haben wir auch, aber ist natürlich, die finden natürlich leichter Zugang, ich sag mal, kommen leichter ins Team, wenn sie natürlich Erfahrung haben. Schon wissen, das soll aber nicht heißen, glaube ich, im letzten Jahr habe ich auch schon mal Werbung gemacht, wer sich jetzt mal für American Football interessiert, kann durchaus mal bei euch beim Training mal reinschauen. Ich habe letztes Jahr auch mal das Training mal gefilmt, da waren ja auch 1-2 Neuanfänger. Es gibt da sicherlich auch Leute, die erstmal ein halbes Jahr mit trainieren, um dann vielleicht erstmal reinzukommen in die Sportart. Ja, genau. Das heißt also, jeder ist natürlich herzlich willkommen, kann das natürlich ausprobieren. Dienstag, Donnerstag Training, Murmanskamp, hinter der Schule. Genau. Stadion Murmanskamp höre ich immer, aber das ist da gar kein Stadion, das ist ein Fußballplatz.
Warum nennt ihr das Stadion? Also ich habe keine riesen Tribünen gesehen oder so. Es war tolles Zuschauerzahl, 500 und habe ich gelesen. Aber warum ist das da im Stadion? Warum nennt ihr das Stadion? Das hat schon vor uns Stadion geheißen. Ach so, hat schon immer. Okay. Das war schon immer so. Dann war es das. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Kommen. Dir mit deinen Jugendmannschaften viel Erfolg weiterhin. Vielleicht, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mal ein Jugendspiel mal zeigen. Nicht nur mal die erste Herren, sondern mal ein A-Jugend- oder B-Jugendspiel zeigt. Und dir natürlich für dein Vorhaben, in der Osnabrück zu schlagen und auch vielleicht dann weiterzukommen mit der Mannschaft. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, dass wir herkommen durften. Danke.